Diese Pokémon sind Freunde, aber nicht deine. Ja, das ist ein Problem. Und damit willkommen zurück bei Super Smash Bros. Melee. Oh, okay. Wir haben es mit zwei Peaches zu tun und einem Pikachu. Aber ich habe zwei Leben. Das ist ja schon mal ganz in Ordnung, weil normalerweise hätte ich damit gerechnet, dass ich nur ein Leben habe. Wir sind schließlich schon am Ende der Challenges. Wir werden auch versuchen, heute alle zu schaffen. Das ist mal wieder sehr, sehr fies. Und warum stehen diese dummen Peaches eigentlich nur rum? Der Einzige, der hier richtig kämpft, das ist der Pikachu. Aber das Doofe ist halt, dass... Ach, ich glaube, die wollen darauf lauern, dass sie mich immer wieder mit ihrem Donnerblitz verletzen können. Ja, das kann sein. Ja, siehst du, genau das meinte ich. Pikachu setzt mich unter Druck. Und diese Pichus, die versuchen mich immer aus der Entfernung mit Donnerblitz zu treffen. Ihr nervt. Die kleinen Lowbobs. Ja, komm. Hä? Was? Der hatte doch... Wieso ist der jetzt wieder zurück? Ich dachte, der hat nur ein Leben. WTF? Oder ist diese verdammte Mission irgendwie anders, als ich dachte? Habe ich was nicht kapiert? Habe ich was überlesen? Versteh's nicht. Oder muss ich etwa die Pichus besiegen? Das würde zumindest erklären, warum die so defensiv sind. Und auch immer am Flüchten. Aber die kriegst du ja gar nicht zu fassen. Die kriegst du echt nicht zu fassen. Aber da stand doch nichts davon. Diese Pokémon sind Freunde, aber nicht deine. Ja, okay. Oder muss ich erst die Pichus besiegen und dann kann ich den Pikachu raushauen? Das kann natürlich sein. Das ist ja ganz toll beschrieben. Vielen Dank, Super Smash Bros. Melee. Finde ich ein bisschen unfair, aber wen juckt's, ne? Ist ja nur... Domtendo. Nee, eigentlich nicht. Jeder, der das gekauft hat, wird sich hier verarscht fühlen. Ich habe keinen Plan, was ich tun muss. Aber eins steht fest, ich werde jetzt auf jeden Fall zuerst auf die Pichus gehen. Und den einen habe ich sogar schon. Ah, siehst du, tatsächlich. Der respawnt jetzt nicht mehr. Man muss also wirklich die Pichus besiegen. Das ist halt die Frage, nur die Pichus oder zuerst die Pichus? Komm, da ist eine Mine, warum wird die nicht ausgelöst? Okay. Tatsächlich, man muss nur die Pichus killen. Warum zum Teufel steht das nicht da? Oh man. All-Star-Kampf Deluxe, Dr. Mario, Falco, Ganondorf, Roy, Junger Link und Pichu stellen sich mir in den Weg. Holy crap. Ja, das schaffe ich wahrscheinlich eh nicht beim ersten Versuch. Da das aber relativ lange dauern wird, zeige ich euch den ersten Versuch und wenn ich dann fehle, den finalen. Und die kämpfen ja auch alle sehr, sehr stark. Und ich habe eben... Ach nee, ich habe zwei Leben, okay. Ja, das war schon mal Mist. Zählt auch nicht als erster Versuch, sondern als Crap. Hey, ich habe doch gar nicht B losgelassen. Alright. Ich will einen anderen Doktor. Du gefällst mir nicht. Mit seinem blöden Spiegelcape nervt er mich. Da kann er mich nämlich auch umdrehen. Also sie können damit nicht nur Geschosse zurückschießen, sondern eben auch die Charaktere umdrehen. Verdammt. Komm her. Alter. Ich kann jetzt nicht meine Zeit mit dir verschwenden. Gut, dass du das einsiehst. Jetzt kommt... Falco, oder? Ja. Auf der Stage, alles klar. Also die erste Stage war schon mal ziemlich blöd, die finde ich besser. Also da kann ich den Gegner eher raushauen, würde ich sagen. Wobei mir der jetzt natürlich schon mehr Schaden gemacht hat als der andere, aber Falco ist ja auch potenziell stärker als Dr. Mario, behaupte ich jetzt einfach mal. Sind zumindest meine Erfahrungen. Jetzt habe ich dich aber. Was? Er lebt noch! Warum tut er noch leben? Ich will nicht, dass du lebst. Ich will, dass du stirbst. Checkst du es nicht, oder was? Du sollst gehen. Du musst wissen, wann es vorbei ist. Dammit. Ich bin hier mit 28 hergekommen und habe jetzt 128. Schon irgendwie bitter, oder? Traurig vor allem, weil es erst der zweite Gegner ist. Oh man. Ach komm, Lava. Scheiße. Ja,
ich war aber auch schlecht. Jetzt war, am Ende war ich schlecht, weil es eigentlich nur noch abgefuckt hat, ganz ehrlich. Und der mit 130 dann noch steht, dann platzt es eben bei mir. Jetzt geh doch endlich! Aber schaffe ich nicht. Wie soll ich 4 Leute jetzt besiegen? Die werden ja auch immer stärker ein bisschen. Die Pichu ist noch relativ einfach, weil der sich auch selbst verletzen kann bei jedem Angriff. Deswegen kapiere ich gar nicht, warum es den überhaupt gibt. Wer spielt denn den ernsthaft? Niemand, oder? Der sich Mühe gibt, alles abzuwehren. Kann ich auch hochgehen, oder? Ich will nämlich schon so 3 Stunden den Stern dann nehmen. Aber ich glaube, dafür sind seine Elektroattacken ein bisschen stärker als die von Pikachu. Wobei das aber keinen Sinn macht, ne? Na, vielleicht ist es ja ein besonderes Pichu. Oh, ein Schwertkämpfer, der macht mich platt. Der macht mich platt. Da, na, 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 na. Und auf der Stage habe ich auch kein Glück. Traditionell. Das war jetzt natürlich wieder sehr, sehr klug von mir mit der. Mit der Kacke da. Okay. Wie er dem jetzt allem ausweichen konnte, ist mir aber ein Rätsel. Was macht denn der da? Ja, der hat fast verkackt. Wäre zu schön gewesen, wenn er rausfliegt, ne? Ja, als ob das Nintendo Scoop da von einfach einem blöden Pfeil abgewehrt werden kann. Was willst denn du, hä? Deswegen hasse ich die Attacke. Man will angreifen und dann ist der Gegner schon längst wieder frei. Die ist nutzlos, diese verdammte Kopfnussattacke. Gibt's irgendwo ein cooles Item? Da vielleicht? Ich komm einfach zu gar nichts. Schlag ihn doch besser. Das ist doch stark. Was, ich habe schon 60%? Und wie will ich jetzt damit bitte schön gegen Falco bestehen? Weil ich finde, man sollte bei Pichu mit unter 50 ankommen. Ach, du bist schon cool. Dammit. Noch ein bisschen Schaden, komm. Cool. Und jetzt Volltreffer. Ja. Kann ich schon mehr mitarbeiten als vorher, aber jetzt muss Pichu halt echt richtig nice gekillt werden. Soweit so gut. Aber jetzt kommen die Schwertkämpfer wieder. Jetzt wird es natürlich schwieriger. Also, das Programm ist allgemein jetzt härter. Ich meine, Dr. Mario, Pichu, ist ja echt einfach, aber da kommt jetzt noch Roy, Ganondorf. Holy crap. Und deswegen darf ich mich auch nicht so lange mit dir aufhalten. Lieber Link. Wieso war das jetzt bitte schon kein Treffer? Das auch nicht. Okay, lol. Er hat sich selbst gekillt. Ja, da mein Leben mit... Achso, oh, ich kann da unten campen. Cool. Das ist super, weil ich habe eben noch beide Leben und kann mit dem ersten Leben jetzt eh nicht mehr viel anfangen, weil ich eben so viel Schaden habe. Deswegen werde ich jetzt hier unten campen und den Roy so krass bearbeiten, dass ich es dann mit einem zweiten Leben einfach habe. Und dann habe ich den 1 gegen 1 gegen Ganondorf. Und wenn ich das verkacke, dann habe ich auch verdient verloren, weil das ist dann wirklich peinlich und lame. Ja, vielleicht macht er sogar einen Fehler. Das wäre natürlich super. Ja, geh ruhig auf die Mine drauf, die du da gelegt hast. Weil ich möchte es nämlich nicht tun. Deswegen kannst du das doch machen, damit sie nicht sich so einsam fühlt. Ach komm. Hm? Was meinst du? Oh, du bist schon... Ja, genau. Er schmeißt mich genau drauf. Mhm. Kannst du meiner Oma erzählen. Und selbst die glaubt das nicht im Ansatz. Er schmeißt mich genau auf die Mine. Joa, da drüben ist jetzt ein Red Shell. Deswegen kommt er nicht zum Pokéball. Und wartet da drüben, er wartet. Auf seinen Tod. Mann, ich darf jetzt nichts mehr kassieren. Ich muss dich rausdonnern. Hau ab! Verdammt!
Verdammt nochmal, verpiss dich! Ich hasse Schwertkämpfer wie die Hölle! Ach, vergiss es. Mit 77. Mit 77. Welches Stage? Ist jetzt nicht so schlecht. Danke. Nein! Drecksack! Warte, das habe ich doch genommen, das blöde Teil da. Mit den Scheißsternen hau ich da Aerosolen raus. Yes! Ja, hatte ich aber auch ein bisschen Glück jetzt. Items genau da gespawnt, wo ich bin und ja, danke, Spiel. Danke. Boah, dafür habe ich echt keine Nerven. Diesen Scheiß. Oh mein Gott. Jetzt kommt Final Destination und ich will einfach nur schlafen gehen jetzt oder auswandern. Ich will diese Mission nicht machen. Ich muss aber. Ja, wir werden sie kaum live schaffen, deswegen ist klar, dass ich euch da den finalen Versuch reinschneiden muss. Also als Teenager habe ich da wirklich Monate gebraucht, glaube ich. Und ich habe es mit Donkey Kong geschafft, aber ich weiß, dass es mit Kirby einfacher ist. Deswegen probiere ich es einfach mal, aber... Ja. Hä, was war das? Ich wollte eigentlich Hammerattacken machen. Weil mit dem Hammer kann man 25 Schaden mit Glück machen und ansonsten halt 20. Das Ganze ist nichts Neues. Also man kennt die Hände, ja, die Master Hand und die Crazy Hand, aber sie kämpfen eben von Anfang an zusammen mit 300 HP und können schneller angreifen. Die Sache ist halt die... Man muss ihre Moves lernen, also anhand der Bewegungen schon erkennen, was sie machen und dann eben entsprechend ausweichen. Man hat nur ein einziges Leben, deswegen ist das hier ultra hart und es empfiehlt sich auch, beide gleichzeitig zu schwächen und nicht erst eine umzubringen, weil wenn die eine tot ist, rastet die andere komplett aus und greift irgendwie jede Sekunde an. Ich habe nämlich am Anfang immer versucht, eine zu killen, aber nee, das ist eine nicht so gute Idee. Fand ich zumindest. Oh, und das Grabben, das hasse ich. Jetzt befreie dich. Aber das kann man abbrechen, indem man Schutzschild und B drückt und sich wie wild umherbewegt. Also rechts, links. Dann kann man relativ schnell raus. Das ist übrigens ein Wunder, dass ich noch lebe, weil meistens hauen die einen schon raus, wenn man 80 Schaden hat. Ich habe jetzt 163. Ich werde es auch definitiv nicht schaffen, außer ich habe jetzt irgendwas geraucht. Nein. Wenigstens Dummheit. Ah, ein Versuch noch und... Dann hoffe ich, dass ich euch einen Versuch zeigen kann, wo ich das geschafft habe. Oder mach mal drei Versuche. Mach mal drei. Wäre natürlich schon cool, wenn es live passieren würde, aber die Chance ist wirklich gering. Jetzt macht die eine Grabben, dann macht die andere Grabben. Grabben ist das Beschissenste. Finde ich. Das ist nicht so schlimm. Da wollen sie mich einschläfern und dann voll draufhauen, aber es ist leicht abzuwehren, vor allem mit Kirby. Oh, dumm ist halt nur, er macht manchmal dieses Yeah-Hee, obwohl ich das gar nicht will. Ja, ist klar. Ja, vorbei. Es ist natürlich nicht verboten, erst eine umzubringen, ne? Vielleicht sollte ich das auch einfach machen, aber... Ich habe das so in Erinnerung, dass es nicht gut ist. Aber andererseits... ist es dann natürlich einfacher, weil du nur einen Gegner hast und dich nichts überraschen kann. Also, es hat Vor- und Nachteile, sagen wir so. Okay, gut ausgewichen. Ach Mann, das ist gar nicht angreifbar. Ach, Alter, ich komme zu nichts. Manchmal gibt es auch so eine Periode, wo die ganz kurz am Chillen sind, während die andere, also eine chillt und die andere greift an, aber das ist ganz selten. Da kann man dann irgendwie 60 oder 80 Leben abziehen, das ist wirklich ganz selten. Ich glaube, ich ist auch ein Bug, also... Vergesst es. Ja, das ist halt die Hölle hier. Absolute Hölle. Diese Mission. Holy shit. Nein, geh weg. Geh weg, sagte ich. Was zum Teufel? Nein, Kirby. Gleich aus. Nein, komm her. Oh, man muss natürlich auch gleichzeitig auf die andere schauen, weil das war jetzt nicht klug von mir. Da hätte ich natürlich eher ausweichen sollen. Ja, die sind aber auch krank.
Gibt bestimmt Boys, die diese Mission auch nicht so schwer finden. Weil man kann halt die Angriffe schon relativ leicht auswendig lernen, aber wenn man das nach so langer Zeit wieder macht, dann ist es schon echt brutal. Bei der Laserattacke ist es auch nicht so schwer, sie zu ownen. Aber die machen sie leider nicht so oft. Die machen eher diese Wahnsinnsattacken da. Weil beim Laser, wenn man hinter der Hand steht, kann sie eben nichts machen. So wie ich jetzt hier dastehe. Höchstens die andere. Ja, und das tut sie auch. Verdammt, aber wir haben es mal unter 100 geschafft. Ihr seht, es ist brutal, es ist einfach menschenverachtend und wollen wir hoffen, dass ich es irgendwie packe. Was machst denn du? Achso, ich denke mir schon. Komische Bewegungen. Was sah das denn aus? Mach Laser. Die andere macht's auch, deswegen konnte ich sie jetzt in aller Ruhe bearbeiten. Finde ich ja schon mal sehr sozial von euch beiden. Ja, möglichst die zweite auch immer schön mittreffen bei den Attacken. Noch keinen Schaden genommen. Cool. Aber das darf man nie sagen, sonst geht's dann richtig schief. Also bin ich lieber still. Warten, und jetzt. Sehr geil, Alter. Als Stein, bestimmt, als Stein kann man hier draufhauen. Alter, mit 0 Schaden die erste gekillt. Das muss es doch sein, ich bitte euch. Okay, ganz ruhig bleiben. Puls niedrig halten. Es ist noch gar nichts geschafft. Nichts. Die können einen auch mit 50 rausdonnern. Oder mit 30. Ist alles schon gegeben. So, da kann ich jetzt nichts machen. Höchstens den Stein, aber das traue ich mich nicht, weil ich nicht weiß, ob der Stein bei dem Atom da... Atom. Ach, ich wüsste, was ich meine, diese Steine da. Ach, damit. Ob er da abgebrochen wird, weil generell bringt der Stein bei denen leider gar nichts. Damit. Gut, bei der Attacke ist aber auch nur der Anfang kacke und das Ende. Meistens weiche ich den komplett aus. Scheiße. Das war wichtig. Das war schlecht. Das war gut. Oh man. Komm schon. Oh, knapp. Ich hasse dich. Oh, warum? Ich diese Attacke hasse. Oh nein. Genau deswegen. Weil du kriegst da wenig Schaden, aber du bist ganz schön weit weggeschleudert. Ich sag dir, die greift dann ständig an, deswegen meine ich immer. Gegen eine ist auch nicht einfach. Oh Mann, mein Herz, ey. Das schaffe ich schon, das schaffe ich schon. 41, ich bitte euch. Das Gute ist halt, dass wenn eine weg ist, fallen auch viele gemeinschaftliche Attacken weg. Und darauf baut es ja auf, dass sie gemeinsam... Yes, Mann! Dass sie gemeinsam so fies abgehen können. Die Hälfte des Movesets fällt dann weg. Also, ja gut, vielleicht habe ich vorhin Bullshit gelaufen. Vielleicht ist es doch besser, erstmal eine zu töten. Macht es, wie ihr wollt. Probiert es aus. Ich habe es geschafft, ey. Im 14. Versuch oder so. Also, ich bin endzufrieden. Aber, ihr seht, es kommt eine neue Mission, nämlich Duell des Todes. Man muss Giga Bowser, Mewtwo und Ganondorf besiegen. Ja, das ist an sich unschaffbar. Aber mit Pummeluff ist das tatsächlich... gar nicht so schwierig. Es wird mich aber trotzdem einige Zeit kosten. Jeder hat 3 Leben. Ist übel, einfach nur übel. Man muss es halt schaffen, mit Schlafrede die Gegner rauszudonnern. Es hängt vom Glück ab. Das Gute ist halt, dass vor allem Giga Bowser fast immer eingeschläfert wird, weil er so groß ist. Und deswegen ist es besonders einfach, ihn zu killen. Man muss ihn eigentlich nur 2-mal mit Schlafrede treffen. Und dann ist er schon draußen. Und wenn der weg ist, dann ist der stärkste Gegner weg. Und gegen Mewtwo und Ganondorf kann man das dann auch als Pummeluff schaffen. Schade. Das erste Leben kann man jetzt schnell weg. Man muss es halt echt schaffen, den verdammten Giga Bowser schnell loszuwerden. Wie gesagt, 2-mal reicht aus. 2-mal einschläfern. Oder ihr macht ihm halt beim ersten Mal auf andere Weise Schaden. Aber ehrlich gesagt... würde ich die ganze Zeit nur singen an eurer Stelle.
Und es ist natürlich richtig epic, wenn dann noch ein anderer mitfliegt. So Mewtwo oder Ganondorf. Damit die dann, wenn es drauf ankommt, wenig Leben haben. Komm, jetzt haut's mal ab! Scheiße. Ja, das wird nix. Aber ich wollte es euch nur mal zeigen, wie die Taktik ist. Wie das auch sehr gut funktioniert. Pokéball. Pokéball. Mann, du kommst zu nix hier. Wenn sie zu dritt auf dich... Ich wusste, dass es ein Legi ist. Ich wusste es. Ja. Ja, eigentlich kann ich auch direkt Retry machen, weil wie gesagt, das schafft man eh nicht. Dann muss man dann gleich weg. Ja! Aber das war nicht stark genug, leider. Shit. Oh mein Gott! Nein! Wieso bin ich denn sofort rausgeflogen? Ich meine, ja, mein Schutzschild war im Arsch, aber das kann auch kein Grund sein. Sehr schön. Aber es ist halt echt wichtiger, dass die anderen da mitfliegen. Weil Giga Bowser kriegst du so oder so raus. Ah! Der macht auch oft Fehler. Ist halt typisches für Bowser. Ich komme halt nicht zum Angreifen, Mensch. Wieso ist es der Ganon nicht geflogen? Ach, ihr seid böse zum Pummeluff. Das hat er doch gar nicht verdient. So ein Verhalten. Er wollte hier mit Freunden spielen, ja? Und was macht ihr? LOL. Es ist halt nur noch ein Leben jetzt, ne? Komm, alle drei raus. Schade. Das ist schon echt brutal. Yes! Du hast Mewtwo getötet, Pummeluff. Das kannst du dir auf jeden Fall in den Kalender schreiben. Und Giga Bowser sogar ganz. Du bist so ein Pro. Das Dumme ist halt, wir haben nur noch einen. Ja, okay, ihr habt gesehen, wie es geht. Ich werde das jetzt noch weiter probieren, weil ich habe eh kein V-Lauf und ich hoffe, ich schaffe es dann irgendwann. Ja, pennen, pennen, pennen. Und raus mit dem Assi. Gut. Alter. Zack. Nein! Schatztrottel da! Dummer Ganondorf. Ey, was ist passiert? So, zum Teufel konnte ich nicht mehr springen. Ich kann gar nichts mehr machen jetzt hier. Pennen. Komm, hau ihn nochmal raus. Hau ihn nochmal raus, bitte. Nein, nicht so weit fliegen. Ach komm. Wo wollt ihr hin, ihr Lappen? Ihr sollt schlafen, alle miteinander. Oh Mann. Hasenohren, aber die bringen mir nichts. Ich brauch was Gescheites. Ja, ist nicht so schlecht. Natürlich rennt Pummeluff, statt das zu machen, was ich sage. Nämlich den dummen Greenshell nehmen. Und auf diese Zangen werfen. Ja, ja, geil. Damit hätte ich jetzt sogar fast den Giga-Bowser gekillt. Komm jetzt mal raus, 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 raus. Yes, Mewtwo auch, aber ich penne, ich penne, ich penne, ich penne. Green Shell. Okay, Boys. Mewtwo hat noch 2 Leben. Ganondorf. Vielleicht auch gleich nur noch 2. Komm, bop, 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 hau ihn raus. Scheiße. Jetzt müssen wir überlegen. Wir haben noch 2 Leben und nur 60% Schaden. Das ist ganz gut. Ich traue mich aber ehrlich gesagt nicht, die Schlaftechnik gegen die beiden anzuwenden, weil die ist halt wirklich besser gegen Gigabowser, aber nicht gegen diese Zangen da. Für die muss man sich was anderes einfallen lassen. Wie zum Beispiel die Items nutzen. Das heißt, ich werde jetzt ein sehr zeitintensives Spiel betreiben müssen. Wäre natürlich schön, wenn ich den Vollidioten von Ganon mal rausschmeißen könnte. Mach für mich ruhig den Partyball auf, brauche ich nichts gegen. Ah, der ist zu schlau. Ah, ja, 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 ja. Und bloß nichts nach unten werfen, weil es könnte immer eine Bombe sein. Das war aber ein normaler Partyball mit vielen Items. Mal sehen, was rauskommt. Nehmen sie das? Ne, sie nehmen es nicht.
Ist auch nicht wirklich was Geiles dabei, außer vielleicht der Bob-Omb, der für mich spielt. Dann noch Hasenohren, mit denen ich dann schneller bin. Oh, Vorsicht. Aber die habe ich jetzt nicht gekriegt, weil die da in dem anderen Item drin stecken. Ah, jetzt sind sie aufgeteilt, das ist nicht gut. Wie gesagt, ich muss zeitintensiv spielen. Vielleicht ist... Ah, das Item ist jetzt auch weg. Aber die Hasenohren schnappe ich mir auch schnell. Damit bin ich, wie gesagt, schneller. Kann denn nicht mal ein Pokéball kommen? Mit was richtig Geilem drin. Vielleicht Bluebella, weil dann könnte ich tausendmal meine Attacke spammen da. Und ja, das Ding ist auch nicht so schlecht. Aber wenn man da halt mal rankommen würde, ne? Ich muss jetzt mal beide Trottel hierher locken. Okay. Weil damit kriegen sie halt ständig Schaden und das ist sehr wichtig. Juto hat ja auch wieder sehr viel, also den könnten wir durchaus versuchen rauszuzocken. Ah, da ist ein Pokémon. Arctos, zock sie weg! Oh, du Geiler! Ich liebe dich. Auf Ganon nochmal draufhauen. Er hat zwar überlebt, aber er hat viel Schaden. Alter, ich glaube, wir schaffen es. Wir haben noch 2 Leben. Ich bitte euch, wenn ich das jetzt nicht schaffe, bin ich echt schlecht. Das ist so ein guter Versuch gerade. Jetzt bin ich Metall. Ich glaube, ich lasse mich jetzt auf den Kampf ein. Die sind ganz schlau, ey. Vielleicht hätte ich das nicht machen sollen. Aber es war eine Idee wert. Da drüben ist die Mine, ich habe schon gesehen. Deswegen versuche ich die herzulocken. Genau. So, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Das Ganze läuft schon 4 Minuten lang. Der Stern, der ist geil. Damit muss ich Ganon kriegen. Aber ist mir egal. Hauptsache jemanden treffen. Beide, beide, beide. Ja, geil. Ah, ich dachte, du kommst. Ich dachte, du kommst. Blöd am Mewtwo. Jetzt den noch irgendwie raus. Oh, Pokémon. Nein. Oh, oh. Oh, oh. Heiliger. Das wäre natürlich wichtig für mich gewesen, ne? Aber der ist genau da gespawnt, wo die Assis gerade am Chillen waren. Oh, Bummeluff, not bad. Mach weiter. Ja klar, und bei mir spawnt ein Bob-Omb, ihr blöden Ärsche. Verarschen kann ich mich echt alleine, ne? Spiel. Trotzdem noch ein ganzes Leben. Um einen geschwächten Mewtwo und einen dummen Ganondorf zu besiegen, ich bitte euch. Wird auch wohl möglich sein. Gutes Item, bitte. Ich hab ihn, oder? Nein, noch nicht. Doch! Mewtwo ist tot. Mewtwo ist tot. Ah, jetzt bin ich aber Metall und kann nicht so hoch springen. Ich gehe echt auf Nummer sicher. Ich würde wahrscheinlich Ganondorf auch im Kampf besiegen, aber er ist halt Pummeluff kräftemäßig total überlegen. Also warte ich halt lieber noch auf ein gutes Item. Ist mir jetzt echt egal. Und ich habe trotzdem noch Angst, weil der Fächer ist jetzt nicht was Obergeiles. Na komm, dann schmeiße ich das Ding halt. Warum geht es nicht? Wieso bleibt es da hängen? Ist Pummeluff zu klein, um Items zu werfen oder was? What the heck? Kommt noch was Neues irgendwie? Ach, leck mich am Arsch. Jetzt reicht's aber. Nein! So kann ich aber werfen. Okay, ist ausgeglichen. Ich habe aber auch jetzt Pech. Jetzt habe ich Pech. Das Bluebella wäre natürlich übelst geil gewesen. Aber es ist mir nicht vergönnt. Immer spawnen die Items, die guten zumindest, beim Gegner. Schon wieder. Shit, verdammter! Das gibt's doch gar nicht! Pummeluff leistet Gegenwehr. Und zwar richtig krasse. Scheiße. Biene. Dammit. Komm raus, 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 raus. Yes! Oh, ich schwitze mich hier zu Tode. Du hast alle One-Player-Event-Matches gemeistert. Du hast die Final Destination-Trophäe erhalten. Du musst ins Krankenhaus eingeliefert werden. Bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder daraus zurückkehre.